Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Mit Samsung haben wir jetzt auch den Boss Rush abgeschlossen und gucken wir mal, ob wir den Satan jetzt auch noch schaffen. Ich meine, eigentlich wüsste ich jetzt nichts, was es dagegen sprechen würde, weil wir haben im Boss Rush alles so schnell kaputt gehauen, dass wir eigentlich auch jetzt hier alles packen sollten, wenn ich jetzt halbwegs vernünftig mit meinem Leben umgehen kann. Ja, das Leben ist nämlich jetzt aktuell so das größte Problem mit Samsung. Damage haben wir so viel und Range haben wir genug, Tränenrate haben wir genug, nur Leben. So, ein halbes Herz, das ist schön. So, kommt her, sterbt. Ich brauche Herzen. Krieg aber nur Bomben. Ich guck mal, ob das hier ein X-Ray war. Das konnte man nicht genau erkennen. Also war keiner. Puh. Ich gucke gerade, ob hier noch ein X-Felsen zu sehen ist. Nee, sehe keinen. Schade. Ja. So, zack, weiter. Ja, ein Schlüssel. Scheiße. Aber ausnahmsweise zum allerersten Mal hat sich dieses Ding aktiviert. Und wir haben zwei Herzen bekommen, das ist doch schön. Also zwei Seelenherzen. Das heißt, wir können zum Boss. Conquest schon wieder. Willst du mich gerade verarschen hier? Scheiße. So. White Pony. Ja gut, das brauche ich nicht. Nehmen wir lieber Speaking Shears für Mom mit. Damit wir Mom, also Moms Harten möglichst schnell kaputt machen oder Lives. Wie es ja jetzt heißt immer. So. Komm, ich brauche irgendwie jetzt mal ein paar schöne Sachen. Das sind keine schönen Sachen, das ist ein hässlicher Raum. Ah, darf ich noch mehr dort unten? Ja. Machen wir es so gerade hier. Das ist mir gerade zu riskant, dort runter zu laufen. Oder so. Wupp. Hala. Ah, der Vier-Shot hilft Gott je doch ungemein. Ganz schön, oder? So, gucken wir mal hier kurz durch, ob hier irgendwas X-Felsenmäßiges ist. Nein, schade. Aber dort ist was Schönes. Oh, und hier ist ein X-Felsen. Schön. Jetzt habe ich ja schon wieder Hoffnung, dass wir es dann noch tatsächlich gegen Mom schaffen können. Also gegen It Lives. So. Alpha und Pilz, wir bräuchten noch einen zweiten Schlüssel. So, gucken wir mal kurz nach X-Felsen. Hier könnte einer sein, ich bin mir aber nicht sicher. Nein, war nicht. Okay.
So, Pinking Shears sind wieder aufgeladen, das ist gut. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich ruhig Mom's Heart finden. Gut, dann werde ich noch einmal fix mir den Raum dort oben angucken, den wir vorhin gesehen hatten. Wofür wir zwei Schlüssel brauchten. Dort können wir ja jetzt ruhig gewissens mal reingehen, kurz gucken. Aha, drei Kisten. Ah, jetzt finde ich noch Guppy-Teile. Ah, nee. Da fehlt mir halt ein drittes Guppy-Teil für. Damit ich das riskieren würde. Denn dann wäre ich tatsächlich dabei. Also hätte ich jetzt noch ein Guppy-Teil mehr, dann hätte ich gesagt, nee, hier YOLO. Dann mache ich YOLO mit. Scheiße. Komm, Körper, geh ran. Geh ran, mein Körper. Puh. Das war teilweise mehr Glück als Verstand und so. Auf geht's zum Satan runter. Komm, den packen wir jetzt. Auch wieder. Wir hatten schon Schlimmeres. Ich meine, wir hatten auch Leichteres, aber wir hatten auch schon Schlimmeres gehabt. Und wir haben den Über-Samson. Da haben wir noch das Guppy-Set. Ja, so. Wir brauchen aber die Pinking Shears leider. Die sind zu kostbar. So, hier irgendwie ein X-Felsen. Leider nein. So. Warte mal, so. Oh, einfach so. Alter, das war jetzt mega scheiße schwer. Ich leg mal hier eine Bombe hin und hier. Nee. Eieiei. Da ist nichts, Felsen. Gut, das ist erstmal nichts Schlechtes. So, komm bitte in der Teufelsturm zwei Seelenherzen oder so. Oder noch ein Guppy-Teil. Zwei Seelenherzen. Ah, das Spiel mag mich. So. Ach, Greed, scheiße. Doppel-Greed ist fies. Um Einzel-Greed geht eigentlich, kann man ein bisschen mit händen. Aber Doppel-Greed ist ein bisschen fies. So, aber vielleicht finden wir irgendwo was, wo wir noch die ganzen Münzen loswerden können. Irgendwas Gutartiges. Auch wenn ich schon fast glaube, hier gibt es nichts Gutes, Gutartiges mehr. Scheiße. Wir werden mal gucken, ob wir hier vorne einen. Nein, Secret Room haben wir dann natürlich nicht. So. Aber wir bauen so langsam halt Rage zum Glück auf. Ja, wir brauchen auf jeden Fall allen Damage, den wir haben. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Wheel of Fortune. Das ist gut. Bitte ein paar Herzen und alles. Bitte nur Gutes. Alles, was wir kriegen können, ist gut. Ja, nee, wir können auch Scheiße kriegen, aber. Oh, wie viele schöne Sachen da schon rausgeflogen sind. Ist richtig schön anzusehen. Huch, scheiße.
So, aber immerhin, wir haben wieder volles Leben. Ich glaube, hier werde ich mal alles in die Luft sprengen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, was wir hier rausgeholt haben. Zwei schwarze Herzen. Nichts. Wo könnte der Satan sich verstecken? Wenn wir den möglichst bald finden würden, wäre das nicht schlecht. Ich will nämlich nicht noch das zweite schwarze Herz verlieren, wenn möglich. Obwohl Samsung ja gar nicht gut davon profitiert, dass wir so einen langen Flur haben, weil der Schaden immer mehr ansteigt bei mir. Also unser Schaden. Ja, warte mal, ich nehme den mal kurz hier. Das war zu weit. Ich würde nämlich hier gerade mal einen Secret Room vermuten. Da ist er sogar. Gut. Ui, das war sogar der Super Secret Room. Den, ich wollte eigentlich die Ebene da drunter mir angucken. Hier so. Ne, da ist er nicht. Schade. Aber hier ist gleich der Teufel. Gut. Oh, scheiße. Ich habe vergessen, dass ich nicht fliegen kann. Okay. Ich würde sagen, so, auf dass wir den Teufel gleich packen. Ich gucke hier unten, ob noch ein Secret Room ist. Nein. Gut. Guckt euch mal den Damage an. Eigentlich kann ja nichts schief gehen dabei. Alter, viel zu viel Damage. Okay, das sollte man packen. Alter, wie viel Damage hatten wir denn? So, damit haben wir den Satan wieder mal besiegt. Ja gut, das kennen wir das Ende. Blood Rites, es appeared in einem Basement. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao, ciao.